Das war wieder diese leckere rote Beete-Suppe, kalte Suppe. Frisch eingeschenkt. Und ich habe Gemüsecreme. Gemüsecreme. Suppe. Ja. Eine Aufnahme von einem glücklichen Mann. André Comte. Mit erstmal Tier. Folienkartoffeltier. Gemüse. Jetzt machen wir mal die Kostprobe wieder zuerst. Hm? Ist der Kartoffel? Erst die Folienkartoffel. Ist da was drin? Ist die Folienkartoffel gefüllt? Ist Kartoffel drin, ja. Ist einfach nur Kartoffel. Okay. Hätte ja sein können, dass da noch Gemüse ist. So, jetzt Kostprobe. Ist das Rindfleisch? Wie Kotelett, heißt das vielleicht deswegen André Comte? Sehr gut. Mucho, mucho. Mucho, mucho. Gut, dass du gesagt hast, well done. Well done ist bestimmt am besten. Ich sehe da unten drunter sogar ein bisschen Blumenkohl. Da unten. Das. Warte mal, sieht man meinen Finger hier. Das sieht aus wie Blumenkohl, aber. Hier ist auch Blumenkohl. Aha, okay. Jemand ist glücklich. Glücklicher Mann erkennt man an, also einen glücklichen, fleischessenden Mann erkennt man daran, dass er dahin schmilzt. Okay. So, ich habe jetzt auch was hier. Ich krieg den Namen aber nicht mehr hin. Das mit der Aubergine. Das wird jetzt einfach probiert und dann war es das. Meins ist auf jeden Fall von der vegetarischen Karte. Also hier ist die Aubergine. Vielleicht ist es ja auch heiß. Und? Mhm. Ich weiß noch, oh, und das Bohne. Manches ist auch so richtig Fake-Fleisch. Was ist das da? Das ist bestimmt wieder so Tofu. Ham, 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 ham. Ham. Heiß. Ham, ham, ham. Hm. Okay. Heiß, aber gut. Hm. Okay. So, jetzt kann ich mal vorlesen, was genau Eugen hatte oder hat. Du bist noch dabei. Also, das heißt, André Comte mit Folienkartoffel und sortiertem Gemüse an Soße Bernays. Und ich hatte, jetzt muss ich aber erstmal aufblättern. So, Hauptgang. Mille feuilles. Also Millefeuille von der Aubergine mit falscher Bolognese. Also das war so Fake-Hackfleisch. Hat ein bisschen wie Chili con Carne geschmeckt, aber hat mit vegan. Meinst du, das war jetzt vegan? Ach nee, Moment, das war nicht vegan, sondern vegetarisch. Vegan sehen die Blätter am. Vegan sieht anders aus. Mein Risotto war gestern zum Beispiel vegan. Und das war jetzt vegetarisch. Ja. Jetzt haben wir es. Das hat so satt gemacht. Ich konnte gar nicht alles essen. Ich mache jetzt einfach eine Pause und dann kommt das Dessert.
Und das Dessert. Ogun, der hat diesmal wieder einen Eisbecher. Der stinkt normale, gell? Ja. Der ganz normale Eiscreme-Becher. So, aber ich, ich habe falsche Zitrone. Die haben das wie eine Zitrone geformt, das ist aber Eis. Ja, wird gleich probiert. Oh je. Also, ich probiere jetzt meine falsche Zitrone. Okay. Sieht echt aus wie eine Zitrone. Also Sahne gibt es bei mir. Aber das ist irgendwie wie Glasur. Ich muss es da jetzt drauf drücken. Habe ich schon ein Foto gemacht? Ich glaube ja. Ist das ein Ja? Ich mach mal lieber noch eins. Ich weiß nämlich nicht mehr. So, jetzt aber. Jetzt mache ich mal hier meinen Spatenstich. Falsche Zitrone. Das ist bestimmt Zitronenlaus. Oh, da ist was gefüllt mit Pistazie. Stimmt, das habe ich noch gelesen und vergessen. Ich kann mir nicht alles merken, so lang. Das sieht man vielleicht. Da ist was mit Pistazie-Füllung. Auch wieder Gourmet. Ah, das sind Tabellone Bilier. Capitano. Das war das Tagesgericht. Also ein Teil des Tagesgerichts. Aber da ist nicht nur Pistazien, also das ist wie ein Teig, Pistazienteig, sondern auch was Saures drin. Ich kann jetzt eigentlich nur noch hoffen, dass es alles gelatinefrei ist. Das stimmt. So was steht ja nicht dabei. Bei der Geschütz, ja. Aber auch sauer. Boah. Wie eine Zitrone. Kannst du mir mal vorlesen, was da steht? Ich habe es in unsere Gruppe rein. Falsche Zitrone. Ich glaube, ich muss dann nach dem Urlaub erst mal 3 Wochen Diät machen. Oder 4. Boah, ist das sauer. Boah. Das in der Mitte ist ganz sauer. Wo lammert das denn hier? Wo ist das? Guck mal in so einen Urlaubsgruppe. Und das müsste das allerletzte sein. Allerletzte, ach so. Von den Tageskarte. Tageskarte, okay. Creme Vegetarien. Okay, das war das Creme. Und jetzt auf der... Jetzt kommt die andere Seite, genau. Und weil da ist dann diese... Das sind die Nachspeisen. Also... Falsche Zitrone mit Pistazie, Zitrusfrüchten und Vanillecreme. Ja, das ist halt sauer. Außer das Pistazien-Dings, das ist nicht sauer. Ach Gott, ist mir schlecht, ja. Zu viel gegessen? Versteht das gar nicht. Burada niye böyle oluyor? Weil halt die Portionen sind schon groß. Ich glaube, das reicht. Und ist es was Besonderes ansonsten? Sonst wie beim letzten Mal, gell? Wie beim letzten Mal. Happy. Einfach nur happy.